Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Was geht ab? Ich bin's, Jaco Busch. Kennt ihr mich noch? Long time no see. Bevor ich in den Inhalt dieses Videos reingehe, kurzer Kontext. Ich habe schon übertrieben lange kein Video gemacht. Ich habe vor circa einem Dreivierteljahr beschlossen, dass ich keine YouTube-Videos mehr mache, weil ich habe einfach gemerkt, so ich schaffe das nicht. Naja, jetzt kamen so ein paar Dinge zusammen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt gerade dieses Video drehe. Die eine Sache ist einfach, dass es mir wesentlich besser geht. Bei mir ist ja einiges abgegangen die letzten Jahre so insgesamt und es hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Und zum anderen ist es einfach super krass, dass ich das hier ganz doll vermisst habe. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch heute erstmal erzähle, was es für große News in meinem Leben gibt. Update Nummer 1 ist, wir ziehen um. Also der letzte Umzug hierher, das habe ich ja gevloggt, wie ich in Berlin unsere große Wohnung aufgegeben habe. Und dann sind wir hier nach Bielefeld gezogen, weil wir uns total unsicher waren, wie das hier wird und ob wir hier wirklich bleiben wollen, haben wir uns so eine Übergangswohnung geholt. Das Ding ist aber, dass wir uns hier überhaupt nicht wohlfühlen. Und das ist unter anderem auch ein Grund gewesen, warum ich super ungern gedreht habe, weil diese Wohnung super laut ist. Ich wohne direkt an einer vierspurigen Straße, wo in der Mitte der Straße auch noch Eisenbahnschienen sind und die Straßenbahn und die U-Bahn hier langfahren. Und wir haben keine dreifach verglasten Fenster. Das bedeutet, dass man diese Straße wirklich nonstop in der Wohnung hört. Und zwar so laut, dass ich nachts mit Oropax und geschlossenem Fenster schlafen muss. Und am Samstag und Freitag, wenn die Leute zum Feiern rein und rausfahren und mit ihren fetten Karren hier Rennen veranstalten, dann ist es sogar mit Oropax schwierig einzuschlafen. Total geil fürs Nervensystem. Dazu kommt auch noch, dass auch noch ein Aspekt eine Rolle spielt. Das mit der Vermietung hier ist etwas anstrengend und es wird auch nicht besser, sondern eher schlimmer. Wir wollen hier bleiben, aber wir ziehen ein bisschen weiter raus ins Grüne in eine, oh mein Gott, Leute, so krass schöne Wohnung. Also die Wohnung ist nicht mal mehr in Bielefeld, die ist außerhalb und deswegen kriege ich sie auch zu einem guten Preis. Aber ich schwöre bei Gott, würde ich diese Wohnung in Berlin oder so mieten, würde ich locker 2000 Euro dafür bezahlen. Ich hätte halt so große Lust, euch da mitzunehmen, weil, naja, wir haben Garten, ich werde garantiert anfangen, Gemüse anzubauen, was natürlich irgendwann vergammeln wird, weil ich mich nicht drum kümmere, weil wir kennen mich. Und dann mache ich da ein Kräuterbeet und baue kein Marihuana an, weil ich nicht mehr kiffe. Aber so, wir können ja trotzdem was anbauen, ne? Einfach um ein gutes YouTube-Video zu machen. Kommen wir zur zweiten Sache. Ich habe einen neuen Podcast. Der Podcast heißt Stripped. Es geht unter anderem um meinen Kinderwunsch, über meine ADHS-Diagnose. Es ist ein Tripbericht von meinem Magic Mushroom Trip dabei. Die neueste Folge ist eine Folge mit Kevin. Ist übrigens auch ein Videopodcast, also ihr könntet theoretisch auch zugucken. Ihr findet ihn überall, wo man Podcasts streamen kann. Aber ich packe euch den Link mal unten in die Infobox, da könnt ihr draufklicken und dann werden euch so die verschiedenen Anbieter angezeigt. Ja, und dann gibt es noch eine Big News. Und ich weiß nicht, ob ihr sie schon entdeckt habt, aber sie schläft hier neben mir. Möchtest du Hallo sagen? Eigentlich wollte ich ihn als allererstes vorstellen, weil ich dachte, ich krieg den eh nicht ruhig. Aber dann ist er hinter mir eingeschlafen und ich dachte, ich lass dich mal in Ruhe bis zum Schluss. Das ist Billy. Billy ist aus dem Nachbarsdorf und war kein Wunschkind. Aber ich habe ein Foto von ihm gesehen und habe mich sofort verknallt. It was meant to be, ne? Die Tür ging auf und du warst auf meinem Arm. Und dort blieb er. Auf jeden Fall ist Billy jetzt seit 4 Monaten bei uns. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, und es ist noch eine weitere Sache passiert. Ich habe mit einer Freundin zusammen einen Friseursalon gemietet. Ich arbeite nicht mehr im Homeoffice, sondern ich fahre morgens in einen Friseursalon. Nicht, weil ich Friseurin bin, sondern weil der einfach frei war und die haben keine Nachmieter gefunden. Und dann haben wir gedacht, wir wollen nicht mehr im Homeoffice sein, wir mieten den. Wir haben den zurückgebaut und da sind wir jetzt drin und haben daraus so ein Kreativbüro, Atelier gemacht. Meine Freundin hat sich jetzt selbstständig gemacht und produziert selbstgetuftete Teppiche. Ich mache meinen ganzen anderen kreativen Scheiß. Ja, wenn ihr Bock habt, könnte ich auch mal zeigen. Ne? Wir sind noch nicht fertig, ne? Das sind so die Big News. Und ich will euch gar nicht weiter langweilen, Leute. Ich freue mich, falls ihr einen Kommentar
da lassen wollt. Und ansonsten verlinke ich euch natürlich meinen Podcast in der Infobox. Bleibt sauber, ihr seid süß und klein, wenn ihr wollt. Wir sehen uns. Psst, psst, psst. Du bist ein ruhiges Tier. Man sieht dich nicht. Du bist eine Überraschung. Sei eine Überraschung. Tod. Du hast das mit Oma geübt. Das ist Krieg. Aus. Sei ein schläfriger Hund. Du bist ein Welpe. Du musst 20 Stunden schlafen. Dein Wasser ist in der Küche.